Guten Morgen, hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online für Freitag, den 13. Januar 2023. Was heute wichtig ist. Der Kampf um Bachmut hat Folgen für Kiew und für die Macht im Kreml. Geschrieben von T-Online-Chefredakteur Florian Harms. Und am Mikrofon bin heute ich, Karolina Götte. Kleine Orte verbinden sich manchmal mit großen Ereignissen, vor allem im Krieg. Das französische Hafenstädtchen Dünkirchen ging in die Geschichtsbücher ein, als die Briten dort zu Beginn des Zweiten Weltkriegs 340.000 eingekesselte Soldaten vor den Deutschen retteten. Das Wunder von Dünkirchen wurde zum Symbol für Einfallsreichtum und Durchhaltewillen. Auf der anderen Seite der Weltkugel war es 5 Jahre später das Inselchen Iwo Jima, auf dem sich Japaner und Amerikaner ihre erbittertste Schlacht lieferten. Die kleinen Orte lassen uns nicht los. Bachmut ist so einer. Jetzt wohnt dort kaum noch jemand. Entvölkert ist die Gegend aber ganz und gar nicht. Zehntausende ukrainische und russische Soldaten liefern sich dort brutale Gefechte, Mann gegen Mann. Vom Fleischwolf Bachmut sprechen die Beobachter. Denn seit fast einem halben Jahr versuchen russische Truppen und die Söldner der berüchtigten Privatarmee Wagner mit aller Kraft die Kleinstadt einzunehmen. Nebenan in Soledar ist die Lage in Bewegung geraten. Zur Stunde ist der Ort fast vollständig unter russischer Kontrolle oder sogar komplett eingenommen. Oder aber doch noch nicht. Die Meldungen überschlagen und widersprechen sich. Verifizierbar ist nichts. Trotz unklarer Lage sind sich Ukrainer und Russen über eines einig. Bachmut, die Hölle auf Erden, ist zum Symbol geworden. Fragt sich nur, für was? Ein Blick auf die Landkarte gibt Anhaltspunkte. Bachmut ist ein Verkehrsknotenpunkt im Donbass. Fährt man von dort nach Nordwesten, gelangt man nach Slowjansk und Kramatorsk, also ins Herz des Landesteils, der sich noch unter der Kontrolle der Ukraine befindet. Dorthin muss Putin seine Panzer schicken, um den südlichen Donbass zu beherrschen und wenigstens einen Teil seiner Spezialoperation als Erfolg verbuchen zu können. Ohne Bachmut einzunehmen, wird nichts aus diesem Plan. Aha, ein strategisch wichtiger Ort also, könnte man meinen. Doch die strategische Bedeutung ist kräftig geschrumpft. Erheblichen Stellenwert hat Bachmut allerdings in einem anderen Kampf, dem um Einfluss im Kreml. Zur Linken im Ring Jewgeni Prigoschin, ein Ex-Schwerverbrecher, auch bekannt als Putins Koch. Ihm gehört die Wagner-Truppe, mit der er für seinen Chef die besonders schmutzige Arbeit erledigt. Mit seinen Söldnern möchte er den russischen Sieg in der Ukraine und noch viel dringender seinen politischen Einfluss beflügeln. Gegen ihn treten an die Gegenspieler im Verteidigungsministerium, mit Minister Sergei Shoigu an der Spitze und an dessen Seite Generalstabschef Valeri Gerasimov. Putin spielt die beiden Fraktionen routiniert gegeneinander aus. So funktioniert sein Mafiasystem. Der Sturm auf Bachmut ist Prigoschins Prestigeobjekt. Dort sollen seine Wagner-Jungs zeigen, was sie können, und die Armee nicht. Nur zeigen sie das jetzt schon seit einem halben Jahr und beißen sich immer noch die Zähne aus. War es ein Fehler der ukrainischen Militärs, sich darauf einzulassen und ihrerseits immer mehr gut ausgebildete Einheiten ins Gefecht und damit viele in den sicheren Tod zu schicken? Darüber wird man später wohl noch lange debattieren. Für Präsident Selenskyj ist Bachmut ebenfalls zum Symbol geworden, nämlich dem des heroischen Widerstands. Doch der Preis ist hoch. Bachmut ist ein schrecklicher, aber auch ein seltsamer Ort. Sieg und Niederlage sind dort nicht, was sie scheinen. Falls Bachmut fällt, wird das Russland nicht stärken, sondern den Machtkampf im Kreml verschärfen. Zugleich dürfte eine bittere Niederlage der Ukraine den Druck auf den Westen erhöhen, schnell mit noch mehr Waffen zu helfen, auch Kampfpanzern. Diese Entscheidung hätte für den Verlauf des Krieges eine völlig andere Tragweite als eine Verschiebung der Front im Donbass. Die Weichen für den Krieg werden eben doch nicht in Ortschaften wie Soledar oder Bachmut gestellt, sondern in Kiew, Washington, Paris, London und in Berlin. Was heute wichtig ist. Mittlerweile sind zwar offenbar die meisten Schäden an den Pannenpanzern repariert, irgendwie läuft aber trotzdem immer noch nicht alles rund. Deshalb hat die strauchelnde Ministerin Christine Lambrecht heute die Bosse der Rüstungskonzerne Rheinmetall und Krauss-Maffei-Wegmann zum Krisengespräch einbestellt. Der Gipfel in der Berliner Stauffenbergstraße könnte kaum heikler sein. Die Ministerin wird die mangelnde Systemstabilität der Pumas thematisieren, die Bestellung von 111 weiteren Panzern an technische Verbesserungen knüpfen und vor allem um ihre politische Karriere kämpfen. Von wegen Ende der Welt. Gestern meldete das staatliche Bergbauunternehmen den Fund des bisher größten europäischen Vorkommens seltener Erden im nordschwedischen Städtchen Kiruna. Rund 1 Million Tonnen Metalle, die für viele Hightech-Produktionen unerlässlich sind und in Elektroautos, Windkraftanlagen, Smartphones und Laptops verbaut werden.
Seit Mittwoch läuft die Handball-WM in Schweden und Polen. Heute steigt das deutsche Team ins Turnier ein. Im ersten Vorrundenspiel trifft die DHB-Auswahl in Katowice auf Asienmeister Katar. Also auf einen Gegner, an den wir nicht die besten Erinnerungen haben. Dank des eingebürgerten Kubaners Rafael Capote hauten die Katarer sowohl im WM-Viertelfinale 2015 als auch im WM-Achtelfinale 2017 die Deutschen in die Pfanne. Das war der T-Online-Tagesanbruch, produziert vom Podcast Radio Detektor FM. In unserer Wochenendausgabe schauen wir auf das Jahr 2023. Proteste in Lützerath, die Kämpfe in der Ukraine und die starken Uneinigkeiten innerhalb der Ampelkoalition. Wie geht es denn politisch im neuen Jahr weiter? Darüber diskutieren T-Online-Chefreporterin Miriam Holstein und T-Online-Chefredakteur Florian Harms in dieser Folge. Vielen Dank fürs Zuhören und tschüss. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Ihr Florian Harms.